Ja, vielen Dank, Eugen Preuß, vielen Dank für die Organisation. Ich darf alle teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen recht herzlich begrüßen. Es ist das letzte Webinar unserer Reihe vor der Sommerpause. Wir dürfen ganz herzlich uns allen bekannt Ella und Wolfgang Willenbacher, die Familie Willenbacher, bei uns begrüßen. Auch wenn wir sie jetzt heute nicht sehen können, kennen wir sie, denke ich, alle, die insbesondere mit dem Multiple Myelom zu tun haben, bestens. Ich darf der Firma Takeda für die Unterstützung danken und darf, denke ich, gleich in Medias Res gehen. Und zwar wird uns Wolfgang und Ella, ich weiß nicht, wer jetzt beginnt zuerst, aber die neuesten Daten und den Einfluss auf die klinische Praxis bei multiplen Myelom näher bringen. Bitte, Wolfgang oder Ella. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist heute etwas holprig, vielleicht liegt es an den Gewittern. Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, es tut mir leid wegen technischer Probleme, aber ich versuche mein Bestes heute zu tun. Ich habe mit Wolfgang abgesprochen, dass ich heute über die Erstlinientherapie bei transplantationsfähigen und nicht transplantationsfähigen Patienten sprechen werde und der Wolfgang wird dann über die Rezidiv sprechen. Bitte nächste Slide. Beginnen möchte ich mit transplantationsfähigen Patienten. Bitte nächste Slide. Wie Sie alle wissen, die autologe Stammzelltransplantation mit dem Hochdosis Melphalan gehört zur Standardtherapie seit der ersten Publikation im Lancet 1983. Bitte nächste Slide. Und seit diesen 30 Jahren hat sich in der Therapie bei Transplantations- oder für hochdosistherapiefähigen Patienten nichts Wesentliches verändert. Mittlerweile haben wir auch mit neuen Medikamentenzulassungen neue Therapieoptionen, aber wie zum Beispiel die EFM, internationale Studien, Frankreich, Amerika, EFM 2000-Studie oder M02-Studie, europäisch oder die Forte-Studie zeigen, bleibt die Hochdosistherapie mit Melphalan 200 Milligramm pro Quadratmeter gefolgt von autologer Stammzelltransplantation Standardtherapie. Wir haben mittlerweile 8 Jahren Follow-up. 35% bleiben von Patienten progressionsfrei, wie Sie Kaplan-Meier-Kurve von der EFM 2009 sehen können. Die Studie ist auch von der Michelle Attal sehr prominent im New England Journal 2017 publiziert wurde. Bitte noch nächsten Slide. Dieses Jahr, Liebe Ella, du kannst bitte. mit der Maus vom Wolfgangs Computer jetzt selber steuern. Okay, perfekt, vielen Dank. Dieses Jahr im Juni 2022 wurde von der Paul Richardson die neue Studie, sogenannte Determination-Studie, publiziert, wo ebenfalls die Triptherapie von modernen Medikamenten verglichen zur Transplantation nach wie vor. Entschuldigung, jetzt bin ich zu schnell. Nach wie vor zeigen, dass das progressionsfreies Überleben bei Patienten, die Hochdosistherapie erhalten haben, im Vergleich, die nur moderne Medikation gesehen haben, signifikant besser aussteigen im Vergleich zu Patienten, die das nicht gesehen haben. Was der Overall Survival angeht, hier keine signifikante Unterschied. Und was geht oder was passiert mit Patienten oder was wissen wir über die da oder welche Daten kennen wir mittlerweile mit sogenannter Quadruple-Therapie? Da gibt es ja auch mittlerweile mehrere Phase 3 randomisierte Studien. Beginnen möchte ich mit sogenannter Cassiopeia-Studie. Die kennen Sie alle. Das ist die Studie, wo die Antikörper zum VDD versus VDD bei Transplant geeigneten Patienten bei erstdiagnostizierten Multiple Myelom geprüft werden. Die
primäre Endpunkt in dieser Studie war progressionsfreies Überleben. Die Studiendesign ist ziemlich einfach. Über 1000 Patienten wurden in die Studien zwischen 18 und 65 Jahren eingeschlossen. Die Arm A hat Daratumumab plus VDD für 4 Zyklen bekommen. Arm B VDD. Beide Armen waren transplantiert. Anschließend haben die Patienten Arm A Daratumumab zu VDD in 2 Zyklen in Konsolidierung für also Triplet-Therapie. Und der zweite Part war zuständig für die Erhaltungstherapie Daratumumab bis Progression versus die Observation. Und auch diese Daten kennen Sie, das ist Patientencharakteristika, die medianes Alter lag bei 59 Jahre alt, das ist für mich relativ jüngeres Kollektiv, Männer waren mehr betroffen, es liegt an der Erkrankung Natur und die Stadien, SS-Stadien sowie die Zytogenetik waren armen unter sich sehr gut ausbalanciert. Die Kaplan-Meier von dieser Studie, das ist Ihnen auch mittlerweile bekannt, die Patienten, die Daratumumab gesehen haben, und zwar unabhängig in Induktionsarm, in Konsolidierungsarm oder in Erhaltungstherapiearm, haben deutlich besser, signifikant besser ausgestiegen im Vergleich zu Patienten, die gar keine Daratumumab gesehen haben, so dass der Resümee von dieser Studie, quadruple Therapie ist signifikant besser für die transplant-eligible Patienten im Vergleich zu nicht. Jedes Medikament hat natürlich seine Nebenwirkungen im Profil. Wenn man den zweiten Teil von dieser Studie, nämlich die Erhaltungstherapie, Daratumumab versus Observation, vergleicht, dann sieht man, dass die in Daratumumab die sekundäre primäre Malignomen waren etwa mehr im Vergleich zu Nicht-Daratumumab und natürlich die Neutropenie waren vergleichbar interessanterweise. Aber ich glaube, das liegt ja an der Erkrankung. Die Erkrankung war unter die Kontrolle und somit war der Immunität besser als im Observationsarm. Jetzt komme ich nochmal zur zweiten Studie, die Quadruple-Therapie im versus Triple-Therapie verglichen hat bei solchen Patienten. Da wurde die Dara zum VRD gegeben versus VRD. Hier primärer Endpunkt war stringente komplette Remission bei Beendigung der Konsolidierung. Das ist eine Phase-2-Studie, kleinere Studie kleinere Studie, 207 Patienten wurden in die Studien eingeschlossen und dann randomisiert Quadruplet versus Triplet Therapie. Alle Patienten wurden dann autolog transplantiert, Konsolidierung Therapie ebenfalls, 2 Zyklen Quadruplet versus Triplet Therapie und dann Erhaltungstherapie Daratumumab plus Rituximab, Revlimid, Entschuldigung, versus Revlimid alleine. Auch hier Patientencharakteristika gut dargestellt. Sie sehen, alle Patienten waren in beiden Armen sehr gut ausbalanciert, auch relativ jüngeres Kollektiv, 59 in Dara-Arm versus 61 in VRD-Arm. Auch Männer mehr betroffen als die Frauen, aber was die wichtigen Sachen wie DSS-Stadium und Zytogenetik war relativ gleich in diesen vergleichbaren Armen. Nun, Sie sehen schon mal die Resultate, dass die Patienten profitieren signifikant, was die MRT-Negativität angeht, mit Zugabe von der Antikörper im Vergleich zur Triplet-Therapie und bestätigen somit, dass die Quadruplet-Therapie wirklich signifikant besser zu therapieren im Vergleich zur Triplet-Therapie. Aber auch wenn Sie die Sicherheitsprofile von beiden Armen anschauen, Sie sehen, dass das die waren auch vergleichbar. Die mehr Malignomen waren in Triplet-Therapie. Hier
interessanterweise im Vergleich zu Daratumumab arm, insbesondere was die Melanomen angeht. Mehr Infekten waren in, ebenfalls in Daratumumab arm, aber insgesamt sehr gut vergleichbare und gut verträgliche Profile in den beiden Armen. Mittlerweile gibt es viele, viele Studien, auch bei uns und bei euch in Vorarlberg, die sogenannte DSM-17-Studie aus Würzburg, wo die Elotuzumab dazu zur Triplet-Therapie gegeben wird, auch in der Konsolidierung und auch in der Erhaltungstherapie. Da sind wir sehr gespannt auf diese Daten. Ich weiß, dass Sie auch viele Patienten eingeschlossen haben. Ich habe ja euch die Cassia-Bein-Daten nochmal gezeigt und gegriffen. Es gibt ja auch die Master-Studie, sogenannte, wo ebenfalls die Daratumumab-KRD mit autologer Stammzelltransplantation verglichen wird. Auch hier profitieren deutlich die Patienten von Quadruplet-Therapie. Dieses Jahr auf ESH wurde von der Professor Goldschmidt sogenannte HD7-Studie, wo Isatuximab zu Triplet-Therapie plus minus geprüft wurde. Auch hier in Induktionsdaten sind sehr versprechend. Es sind noch im Laufe der Konzeptstudie FM 2018 und die deutsche Studiengruppe 6. Aber wenn man alle diese Slides, sieht ziemlich busy aus, aber wenn man alle diese Studien untereinander vergleicht, dann profitieren deutlich die Patienten von der autologen Stammzelltransplantation mit der Quadruplet-Therapie in Induktion sowie in der Konsolidierung. Nun komme ich schon zu Patienten in erster Linie, die nicht transplantfähig sind. Und hier möchte ich Ihnen nur eine Studie, sogenannte Meyer-Studie, die wir alle kennen. Diese Studie ist mehrfach auf der ESH präsentiert worden, wozu ich weiß nicht, warum heute Rituximab, Revlimid, Dexamethason, Daratumumab gegeben wird, verglichen mit Revlimid Dexamethason bei Patienten, die nicht transplantationsfähig sind. Die Studiendesign ist sehr, sehr einfach. Phase 3 Studie, große Studie gewesen, wie schon sagte, Dara plus RT versus RT. 737 Patienten im medianen Alter 73 in die Studien eingeschlossen gewesen. Das ist ja alte Slides, dass das damals wurde die Furore gemacht hat, bei 48 Monaten PFS war Triplet-Therapie nicht reich, was die PFS angeht. Hier ist, sind nochmal die MRT-Daten, die Patienten profitieren signifikant von der Zugabe von Daratumumab. Und auch die MRT-Diagnostik zeigt uns, dass die Patienten, die ansprechen, sprechen sie wirklich an. Und der Slides hat mir das unterschlagen. Es tut mir leid, ich wollte nur 60 Monate zeigen, dass das auch die, nach 16 Jahren, dass es jetzt 60 Monate abgedateten Daten zeigen, signifikanten Vorteil von Daratumumab. Revtex versus Revtex. Die Therapie ist gut verträglich. Sie werden auch in voralbigen Patienten nach Meyer analog therapieren. Wir tun ja unsere Patienten, die für dieses Protokoll geeignet sind, nur fast nach Meyer Protokoll behandeln. Ich möchte auf diese Paper nochmal Ihre Aufmerksamkeit lenken. Das ist ja von Thierry Faucon. Im Februar dieses Jahr erschienene Paper, wo so eine Literatur-Review gemacht hat und aufgearbeitet hat über mehrere tausend von Patienten, 122 Studien, wo mit dem Forest Plot zum Beispiel darstellt, dass das der PFS, was die Hazard Ratio angeht, auf Behandlung von den Patienten, wenn man nur versus Revlimid Dexamethason kontinuierlich vergleicht, dann sieht man ganz genau, dass die Forest Plot, dass das an die erste Linien wahrscheinlich, dass das PFS Hazard Ratio, dass die Dara Text dann gefolgt von Alcyone-Studie, Protokoll Dara, VMP, dann VRD und so weiter und so fort. Es gibt viele Möglichkeiten von
von den Patienten zu behandeln, aber auch die eine große Literaturreview und auch mittlerweile publizierte Daten zeigen, dass die DARA-RTEKs für die älteren Patienten, die nicht für Transplant fähig sind, am besten oder signifikant Vorteil bringt im Vergleich zu anderen Regimen. Und somit bin ich am Ende und entschuldige mich für den Vortrag, weil das ein bisschen holperig gewesen und vielen, vielen Dank und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Vielen Dank, Ella, für die schöne Präsentation. Wolfgang, sollen wir gleich weitermachen und am Ende die Fragen bearbeiten oder lieber jetzt? Also am Ende ist natürlich egal, aber ich glaube, ich mache die Präsentation und wir können das dann zusammenfassend. Ja. Okay. Also die Aufteilung ist ja schon ein bisschen angeklungen vorhin. Ich werde mich vor allem mit der Frage beschäftigen, wo haben wir denn heutzutage noch Probleme mit dem Multiplen Myelom und was können wir uns vielleicht von den kommenden neuen Medikamenten, CAR-T-Cells, bispezifischen Antikörpern, Antibody-Drug-Conjugates versprechen. Wie sollen wir die sequenzieren und wie wird sich das alles entwickeln, meiner Meinung nach? Wenn wir an die Probleme denken, wo haben wir noch Probleme? Das sind einmal ganz sicher die gebrechlichen Patienten, was man auf Neudeutsch dann als Frail bezeichnen würde. Es sind Patienten mit zytogenetischen und oder klinischen Hochrisikokriterien. Und es sind zunehmend die Patienten, die eben multiple Vortherapien sind, die Triple- oder gar Penta-refraktär sind, also Penta-refraktärer Patient, der Patient, der zwei Proteasominhibitoren, zwei IMiDs und einen CD38-Antikörper bereits gesehen hat, in wechselnden Kombinationen im Regelfall. Allerdings kann man natürlich heutzutage, wenn man schon mit dem Quadruplet startet, relativ schnell Penta-refraktär werden. Und eben diese Patienten, die über viele Lines of Therapies gegangen sind und dann sich häufig natürlich auch unter dem evolutionären Druck der Therapie zusätzliche Aberrationen und Resistenzen erwerben. Frailty ist ein ganz hartes Prognosekriterium, schlägt in vielen Auswertungen sogar eine Deletion 17p. Es gibt eigentlich auch einigermaßen einfach zu verwendende Scores, sei es der Palumbo IMWG-Score, sei es der Simplified Score von Thierry Facon oder zum Beispiel auch das Konkurrenzmodell aus Freiburg von Monika Englert. Wir sehen immer ganz klar, dass es hier ganz erhebliche Überlebensunterschiede gibt, auch schon in den ersten zwei Jahren. Wir haben nach wie vor das Problem, dass wir aber kaum spezielle Protokolle für diese Patienten haben und dass auch Studien natürlich dünn gesät sind, wobei klinische Studien mit gebrechlichen Patienten natürlich auch eine große Herausforderung darstellen. Es ist uns allen klar, die Auswahl eines Regimes hat immer viele Aspekte. Wie alt ist der Patient? Wie fit ist der Patient? Welche Komorbiditäten hat der Patient? Wie ist die Erkrankung? Gibt es Risikokriterien? Ist der Patient Niereninsuffizienz? Ganz wichtig, aber wie ausgeprägt ist die Bone Disease? Was macht der ISS oder demnächst vielleicht der R-Quadrat-ISS-Score? Und natürlich die Zytogenetik bzw. zum Teil auch molekulare Faktoren, TP53-Mutationen sollte man sicher genauso werten wie Deletion 17p. Was hat der Patient vorher gehabt? Wie hat es gewirkt? Wie wurde es vertragen? Und wie lange ist das her? Und natürlich auch, wie sind die Präferenzen des Patienten, was zum Beispiel die Termindichte des Regimes angeht, die Anreise zum Zentrum und so weiter. Hochrisiko immer noch im Wesentlichen über die bekannten zytogenetischen Faktoren definiert, 414, Deletion 17p, Zugewinn an 1Q, vor allem mit drei oder mehr Kopien, was man dann als AMP und nicht als Gen bezeichnen würde. Und einige seltene Aberrationen wie die 1416 und die 1420 Genexpressionsprofile sind zwar kommerziell erhältlich im Land, aber nicht verbreitet. Auch hypodiploide Karyotypen oder komplexe Karyotypen mit mehr als drei Veränderungen gelten als Risiko. Ich sage dann immer, wenn die Zytogenetik
länger ist wie 10 Zeilen, dann ist das meistens ein Hochrisikopatient. Klinische Faktoren, natürlich zirkulierende Plasmazellen, insbesondere mit mehr als 2000 oder mehr als 20%, was dann eine Plasmazellleukämie wäre, ein Risikofaktor. Und die extramedulläre Erkrankung, das Nierenversagen und natürlich auch schlechte Patienten laufen schlecht. Was ist in der vorhergehenden Linie passiert? Je kürzer das freie Intervall, umso bedenklicher die Situation. Was die Scores angeht, gibt es Neuigkeiten, die jetzt eigentlich mit den Sommerkongressen gar nichts zu tun haben, trotzdem sehr rezent im Mai publiziert worden sind. Das ist ein Produkt des Europäischen Harmony-Konsortiums, eines Zusammenschlusses EU gefördert, Horizon 2020, 20 Millionen Projekt mit allen großen Firmen und allen großen Studiengruppen und mehreren Registern. Inzwischen fließen die österreichischen Daten auch ein, wenn auch noch nicht in dieser Analyse, wo es eben auch nochmal darum ging, die Trendschärfe des RISS zu verbessern, heißt jetzt R2ISS. Und Sie sehen, es gibt jetzt 4 Risikogruppen und es gibt ein paar Risikofaktoren mehr. Die Auswertung ist gemacht worden an einem Testset von immerhin 7000 Patienten und einem Validierungsset von weiteren 3000. 700 Patienten, also tatsächlich ein Big Data Projekt. Und das Wichtigste, was dazu kommt, ist eben dieser halbe Punkt für die 1Q, wobei mir, ich habe es noch nicht so weit ins Detail durchgeschaut, ich weiß nicht, wie weit die mit 3 oder mehr Amplifikaten aufgelöst haben. Ansonsten die üblichen bekannten ISS2 mit einem Punkt, ISS3 mit 1,5 Punkten, 17P mit einem Punkt, OLDH mit einem Punkt. 14 ein Punkt und einen halben Punkt für die 1Q. Und das gibt dann eben bei 0 Punkten Low Risk bis zu einem Punkt Low Intermediate, bis 2,5 Intermediate High und High mit 3,5 Punkten. Und gerade diese letzte Gruppe, wo die Kurve ja wirklich sehr enttäuschend über die Zeit verläuft, und Sie sehen, dass die 50%-Linie hier schon kurz nach 2 Jahren gerissen wird, im Gesamtüberleben beim PFS noch viel früher. Das sind vielleicht Patienten, die wir zukünftig in eigene Protokolle tun sollten, Hoch- und Höchstrisikopatienten, so analog dem Concept Design zum Beispiel, gehören, glaube ich, heutzutage in eigene Protokolle. Zunehmend wird auch die Erfassung dynamischer Risikofaktoren, und da hat es am ESCO 2 Präsentationen zu zirkulierenden Tumorzellen gegeben. Einmal sind hier ist eine große spanische Studie aufgearbeitet worden, PETEMA GEM 2012, lange Nummer, moderne Studie auch mit Induktion, Transplantation, verschiedenen Erhaltungsregimen. Und wir sehen klar, keine zirkulierende maligne Plasmazellen zu haben, ist gut, wenn man das mit der MRD zusammenrechnet. Das ist ja die Gruppe von Bruno Paiva gelaufen, noch viel besser. Sie sehen diese Senkai-Plots, wo sich in Abhängigkeit von dieser logarithmischen Skala an zirkulierenden Tumorzellen die entsprechenden Therapieergebnisse einstellen. Und Sie sehen, wer hier sehr niedrig ist, wird auch eine niedrige MRD haben etc. Wird man sehen, welche der Messungen sich durchsetzt. Und ganz ähnlich hat es auch die Gruppe um Francesca Gay gemacht, die die Forte-Studie in dieser Hinsicht nochmal experimentell aufgearbeitet hat. Hier sehen Sie es gleich zusammen mit den MRD-Messungen und ganz klar natürlich CTC-Low, MRD-Negativ ist natürlich die beste Kohorte. Konkurrenziert wird sowas natürlich auch von den wahrscheinlich bald kommenden massenspektrometrischen Proteinmessverfahren. Die Binding Site wird hier einen Blackbox-Kasten auf den Markt werfen, mit dem das in kleineren Laboren ohne Physiker und großen Aufwand machbar sein wird. Könnte auch ähnlich sein. Ziel von all diesen Verfahren ist natürlich, von den ständigen Knochenmarkspunktionen wegzukommen, weil bei MRD-getriggerter Therapien nur im richtigen Leben schaffen werden, wenn man den Patienten nicht alle 3 Monate punktieren müssen. Auftauch von Resistenzen, im Prinzip natürlich ein alter Hut, Clonal Tidings, wie das Liefberg-Sagel immer genannt hat. Es gibt diese ganzen Arbeiten von Mitte der 2010er Jahre, in denen das extensiv untersucht worden ist und fürs Myelom ja gezeigt wurde, dass
schon bei Beginn oft sehr viele, 4, 5, 6 Subklone vorhanden sind. Und wir letztendlich hier mit unseren Therapien eine Negativselektion und Evolution betreiben. Das heißt, wir brauchen für fortgeschrittene Therapielinien auf jeden Fall Therapien mit ganz anderen Wirkungsmechanismen. Früher wurde sehr viel über Lenalidomid-Refraktarität gesprochen, nachdem jetzt inzwischen jeder das in der ersten Linie in der einen oder anderen Form bekommt, ist das natürlich eigentlich ein alter Hut. Antikörperresistent gibt es leider auch immer mehr. Klar kann man Antikörper wechseln, aber auch das ist natürlich von zeitlich überschaubarer Effektivität. Das Stichwort ist Penta-Refraktarität im Moment und wir sehen, das sind dann so richtige Hochrisikopatienten, wie diese große Analyse, die Mammutstudie zeigt, wo sie von Herrn Gagnon im Penta-refraktäre Patienten in der Definition von vorhin 2 PIs, 2 IMiD, ein Antikörper, mediales Überleben 6 Monate, nicht mal ganz. Hier sind ganz klar neue Dinge gefordert und natürlich gibt es hier auftauchende neue Optionen. Natürlich die KT-Cells, es gibt 2 zugelassene Produkte inzwischen mit Cilta-Cell und Ide-Cell, die leider beide nicht wirklich verfügbar sind. Natürlich hoffen wir, dass sich das dann irgendwann doch mal ändert. Zumindest das ein oder andere Studienprotokoll wird wohl in diesem Jahr noch oder zumindest Anfang nächsten Jahres zur Verfügung stehen. Das werden wir natürlich kommunizieren. Belantamab Mafodotin ist das einzig sozusagen zugelassene BCMA-Drug-Immunkonjugat. Eigentlich mit 3-wöchentlicher Kurzinfusion gar nicht unangenehm. Besonderes Management wegen der möglichen okulären Toxizitäten notwendig. Über bispezifische werde ich noch viel mehr sagen. Eine Unmasse an Konstrukten in Entwicklung. Wir rechnen damit, dass 2 dieses Jahr noch zugelassen werden. Es sind auch bereits 2 seit heute, also auch Elranatamab in Expanded Access Programmen verfügbar. Allerdings verlangen beide Programme, dass halt außer Selinexor so ziemlich alles zugelassen, auch Belantamab bereits gegeben worden sein muss. Es sind auch weitere Konstrukte, werde ich gleich zeigen, in Entwicklung, die nicht BCMA targeten, sondern andere Antigene. CELMoDs, also neue IMiDs wie Iberdomid, noch in klinischen Studien vielversprechend, weil wirklich nochmal 3-10er-Potenzen, bessere Hemmkonzentrationen an Cereblon etc. Venetoclax natürlich für ausgewählte Patienten mit TL14 interessant und andere experimentelle Substanzen. Natürlich in erster Linie die Immuntherapien. Sie sehen hier die 3 möglichen Mechanismen, wie das Antigen getarget werden kann. Rechts das Antibody-Drug-Conjugate nach dem Muster Belantamab-Mafodotin oder Adcetris oder viele andere. Der Antikörper bindet das Antigen, hat ein toxisches Payload, das nach Internalisierung in die Zelle freigesetzt wird. Häufig sind diese Payloads so toxisch, dass sie als Monosubstanzen in keiner Weise applizierbar wären. Die KT-Zelltherapie, also der patienteneigene Lymphozyte mit viralen und oder genetechnischen Verfahren, so modifiziert wird, dass der T-Zellrezeptor mit zusätzlicher co-stimulatorischer Domäne die T-Zellantwort an der Tumorzelle nach Erkennen des Antigens auslösen kann. Und der gleiche Prozess wird sozusagen vorgetäuscht über Bites oder bispezifische Antikörper oder ähnliche Konstrukte, die einerseits T-Zellen erkennen, andererseits das Antigen und letztendlich den gleichen Prozess auslösen. Nun, die Daten werden jetzt so langsam doch ein bisschen reifer. Umso mehr wünschen wir uns die Produkte. Update zur CARTITUDE 1 Studie an den Sommerkongressen und auch schon in GCO. Jetzt mit dann immerhin in dieser Analyse schon 100 Patienten. Also die Response, weit fortgeschrittene Patienten. Die Response ist sicher nicht das Problem. 98% medianes Anhalten in dieser Folgeanalyse nicht erreicht. Also die Kurven schauen besser aus wie ganz am Anfang. Das werden wir gleich sehen. Man sieht schnell, ob es funktioniert. Time to response 1 Monat. Aber MRD-Negativität und das sind Patienten mit medianen 5-Vortherapien bei 56%. Hier sehen Sie die Kurven für PFS und Gesamtüberleben. Und wir trauen uns noch nicht zu sagen, dass sich da vielleicht auch Plateaus ab zeichnen, was so spät im therapeutischen Flow vielleicht auch zu optimistisch wäre.
aber die Kurven flachen doch ab und natürlich besonders bei den Patienten, die NAD-Negativität erreichen, vor allem wenn die dann auch anhält. Sie sehen die rote Kurve für NAD 12 Monate plus, die sieht dann bei die 80% bei 36 Monaten natürlich dann doch schon ganz gut aus, wenn man sieht, wie fortgeschritten diese Patienten waren und dass sie nach den Daten, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, eigentlich mit einer Überlebenswahrscheinlichkeit von 6 Monaten. Es gibt neue Toxizitäten, ganz klar. Zytokin-Release-Syndrom, ICANS, also besondere Formen von Neurotoxizität, die schnelle Intervention erfordern, dann eigentlich gut steuerbar sind. Sie sehen in diesen Studien noch 2 Todesfälle. Da hat man das noch nicht so im Griff mit dem Tocilizumab. Und doch immerhin 5% CRS-Grad 3, 4 und 11% Neurotoxizität in diesem Bereich. Die Zahlen vielleicht im Hinterkopf zum Vergleich mit den Antikörpern behalten. Aber Sie sehen auch in dieser grafisch nicht sehr gelungenen Darstellung im Paper, wie ich finde, diese Striche für Triple- und Pentarefraktäre Patienten, die im gleichen Zeitfenster liegen. Das heißt, die Wirkung ist eigentlich unabhängig von den Resistenzmechanismen gegen unsere üblichen Drogen. Die Zytogenetik bleibt schlagend, Hochrisikopatienten zeigen hier einen großen Unterschied. Wie spezifische Antikörper, wie ich schon angedeutet habe, 2-stellige Zahl in Entwicklung, also es sind bei weitem nicht alle auf diesem Slide, die roten Pfeile sind die, für die es jetzt im Sommer neue Daten gegeben hat. Das betrifft natürlich vor allem Teclistamab und Elranatamab, die als erste verfügbar sein werden. Und auch die ersten non-BCMA-spezifischen Antikörper, also Talquetamab, was das GPRC5D targetet, und Cevostamab, was FCRH5 targetet. Die Namen sind etwas schwierig. Ich sage immer FreeCPO und R2D2. Was haben diese Substanzen in den Phase 1, 2 Daten, die wir hier sehen, fast alle gemeinsam? Die meisten stehen inzwischen als subkutane Form zur Verfügung. Die Patienten in diesen Studien sind im Schnitt noch etwas mehr vorbehandelt wie die CAR-T-Cell-Patienten, zum Teil sogar auch schon Post-CAR-T inzwischen. Muss man bei der vergleichenden Analyse des Ansprechens sicher sehen, dass es da nochmal 1 oder 2 Therapielinien mehr sind. Triple-refraktär sind eigentlich fast alle CRS-Raten. Sie sehen, hier liegen eigentlich für schwere CRS unter 5%. Das ist sicher besser wie CAR-Ts und auch die Neurotoxizität. Teilweise non-reported, der regional Antikörper ein paar mehr, aber auch liegt deutlich unterhalb der CAR-T-Schwelle. Das gilt allerdings auch für die Outcome-Parameter. Overall Response eben nicht bei 90, sondern bei 60-75% in verschiedenen Arbeiten. Auch weniger Komplettremission und etwas weniger MRD-Negativität. Aber wie gesagt, der Vergleich ist leicht unfair, weil die Patienten fortgeschrittener waren und die Daten sicherlich auch noch nicht endgültig reif sind. Die Einfachheit der Anwendung, verhältnismäßige, ist natürlich auf Seiten der Antikörper, und die Teclistamab-Daten sind immerhin jetzt so reif, dass sie dann doch fürs New England Journal gereicht haben. Philipp Moreau hat das die Tage publiziert. Wir sehen 100% Triple Class Exposed, 2/3 und bis 3/4 Pentatrack Exposed und sehr hohes Resistenzniveau gegen alle gängigen Substanzen, trotz alledem ein Ansprechen über 60% mit dann doch immerhin 40% stringenten Komplettremissionen. Und im Swimmerplot viele anhaltende tiefe Remissionen, natürlich nicht alle. Ein Plateau kann ich hier zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennen. Die Zukunft dürfte aber natürlich darin liegen, die Substanzen im therapeutischen Flow nach vorne zu bekommen. Eine Studie, die Erhaltungstherapie plus Len gegen Len beleuchtet, wird hoffentlich in überschaubarer Zeit kommen, sowohl in Vorarlberg wie bei uns beziehungsweise in Zusammenarbeit. Auch hier sehen Sie CRS, ICANS doch deutlich niedriger wie bei den CAR-T-Cell-Produkten. An den Sommerkongressen jetzt auch schon vermehrt Daten zu den Non-BCMA-spezifischen, insbesondere Talquetamab und Cevostamab. Hier Talquetamab in Kombination mit Dara in der sogenannten TRIM-2-Studie.
Sie sehen, die Vorbehandlung nimmt zu. Hier haben immerhin dann schon in dieser frühen Analyse fast die Hälfte der Patienten auch schon andere BCMA-getriggerte Therapien gehabt. Seien es bispezifisch, sei es Belantamab, zum Teil auch TRAS. Also eigentlich ist es dann schon hexarefraktäre Patienten und nicht mehr pentarefraktäre Patienten. CRS kein großes Thema, ICANS auch nicht. Was neu zu sein scheint für diese Art von Antikörpern, was auch für einen anderen GCPR5D-Antikörper berichtet ist, sind exfoliative Dermatiden. Aber das sind alles frühe Dinge, da werden wir ein bisschen schauen müssen. Funktionieren kann es. Die Ansprechraten sind hier natürlich niedriger, wie was wir bisher gesehen haben, aber wir sind natürlich hier noch mal weiter hinten im therapeutischen Flow. Auf jeden Fall vielversprechend, aber im Moment natürlich 6 Monate Nachbeobachtung, unreife Daten. Zukunft der Antikörper, wahrscheinlich der trispezifische Antikörper, so wie es im Moment aussieht. Also man imitiert die KT-Zelle noch mehr, indem man eben auch auf den Antikörper noch eine co-stimulatorische Domäne dazu gibt. Möglich auch das Umgekehrte. Sie sehen auf der rechten Seite eben einen Patienten, bei dem die BCMA-Expression komplett biallelisch verloren gegangen ist, der natürlich dann kein Ansprechen mehr gezeigt wird. Beispiel aus Würzburg. Und hier nehmt die Datenreife auch schon ein bisschen zu, also eine Analyse von Cyril Tussaud von der EHA, wo Patienten in der Sequenzierung bispezifischer Antikörper Teclistamab nach anderer BCMA getriggerter Therapie untersucht worden ist, also 100% in dieser Kohorte von ungefähr 40 Patienten war vorexpos die meisten mit Belantamab, einige mit anderen bispezifischen und experimentellen Agenten, einige mit KT-Cells und manche mit allem. Ansprechraten um 40%. Das sind jetzt natürlich nicht die 70, 80 oder 90 bei den KT-Cells, die wir gesehen haben, aber für die Vortherapie natürlich zumindest Proof of Principle. Vielversprechendere Ja, Wolfgang, vielen Dank für die Präsentation. Ich weiß nicht, wie es den anderen Teilnehmern gegangen ist. Die letzten, glaube ich, 2 Folien, da war der Ton weg. Aber vielen Dank für die gewohnt ausführliche, sehr gut dargestellte Präsentation. Vielleicht darf ich kurz mit einer Frage beginnen an euch beide. Die Standardtherapie bei Transplantation transplantierbaren Patienten ist ja immer noch RVD. Macht hier schon routinemäßig nach Griffin die Viererkombination oder nur bei ausgewählten Patienten oder habt ihr ebenfalls schon gewechselt sozusagen auf eine Viererkombination insbesondere bei den jüngeren Patienten? Jetzt hätte ich beinahe gesagt, leider nein. Haben wir, wie ihr wahrscheinlich, alle diese Patienten in die Studien angeschlossen, DSM-17-Studie, DSM-17-Studie, ja. Also die waren, also das war unsere jetzt, wenn die Studie beendet wird, müssen wir natürlich jetzt uns langsam auch umdenken, aber ich habe ja davor die Cassiopeia-Studie gezeigt, also die Daratumumab, zumindest in dieser großen Studie, hat gezeigt, dass es egal, wo man Dara gibt, da vorne, abfront, also bei Induktion oder nach der Transplant, bei Konsolidierung oder als Erhaltungstherapie, die Patienten profitieren auf jeden Fall von Zugabe von Daratumumab. Aber man kann ja wirklich, also man sieht, die unterscheiden sich, also das ist ja kein signifikanter Unterschied bei diesen, bei Patienten, die egal wo Daratumumab bekommen haben. Also das wird eine große Diskussion geben. Man muss ja die andere Studie natürlich abwarten, aber auch mit anderen Antikörper. Interessanter wäre natürlich Head-to-Head-Vergleich mit Antikörper unter sich.
Interessant wäre natürlich auch die DSMM-17-Studie. Wir machen das jetzt nicht routinemäßig, wir tun ja nach wie vor mit der Triple-Therapie. Ich denke, dass aber Zukunft wird zum Quadruplet früher oder später kommen, weil die Daten sprechen eigentlich für sich. Also, ich hoffe ja immer noch, dass wir am ESH vielleicht dann die Daten aus Perseus, also aus der Griffin-Analog-Phase 3, größere Patientenanzahl sehen werden, dann ist die Diskussion vielleicht vorbei. Wir müssen einfach sagen, wir haben mit Griffin-Katophaya Konzept, Master, HD7 natürlich doch eine Zahl an Ergebnissen, die für das Quadruplett sprechen. Es gibt im Moment im Land natürlich noch geteilte Meinungen. Oberösterreich, Salzburg, Freiberg, Teile von Wien machen, glaube ich, dann doch Quadruplets in der Regel. Andere sind ein bisschen konservativer. Aber der Trend geht dahin und ich bin mir ziemlich sicher, dass es werden immer mehr und mehr solche Daten kommen. Das wird nicht aufzuhalten sein. Die Erhaltung ist sicher eine offenere Frage. Klar, wenn man Maya sieht, man hat natürlich den Eindruck, wenn man den Vorteil, den die Erhaltung in Casiopeia bringt, bei den Jungen mit dem sehr viel. Ja, du, Wolfgang, du hast gerade begonnen, über die Erhaltungstherapie zu sprechen. Das wäre eben meine nächste Frage gewesen. Vielleicht kannst du das noch einmal kurz wiederholen, weil da war der Ton dann weg. Ja, es ist dauernd so, aber im Moment ist er wieder da. Also versuche ich es nochmal. Also ganz klar, Len ist erstmal der Standard und es bleibt auch außerhalb von Studien. Es gibt natürlich Konzepte, also die Kombination mit Antikörpern ist sicher synergistisch, zeigen die Daten der älteren Patienten, ist möglicherweise eine Option, da gibt es ja abgeschlossene Studien, wo nur noch die Ergebnisse fehlen, wo man das sehen wird. Und natürlich jetzt die Studien, wie sie jetzt kommen werden, die bispezifische oder Konsolidierung im High-Risk-Setting, auch mit CAS und ähnliches testen, müssen wir noch ein bisschen warten. Aber außerhalb von Studien bleibt jetzt erstmal Länderstandard, außer in speziellen Fällen. Unverträglichkeit, Dialysepatienten etc., da kann man sich andere Dinge überlegen. Also andere Dinge wie... Ja, also jetzt, es gibt natürlich Menschen, die Len nicht vertragen, ja, die Nebenwirkungen haben, die ganz schlechte Niere vielleicht auch haben. Da ist im Einsetting natürlich auch ein oraler Proteasominhibitor eine Alternative, beziehungsweise bei Patienten, die ein bisschen insuffizientes Ansprechen gehabt haben, unter VAD beispielsweise nach Transplant, wo wir dann doch gesagt haben, konsolidieren wir dann eben mit DARA-KRD und erhalten mit DARA. Das sind jetzt natürlich noch nicht algorithmenreife Dinge, sondern Einzelfallentscheidungen. Ja. Jetzt ist gerade eine Frage in den Chat gekommen. Transplantierbare Patientin mit initialen Nierenversagen, G5, auch unter Therapie nicht besser. Also GFR so um die 10, knapp über 10. Eine Therapie mit DARA-VD ist begonnen worden. Eine nicht transplantierbare Patientin, sorry. Nierenversagen, Reflimit nur, sehr eingeschränkte Dosierung möglich. Hat Thalidomid noch Platz als Imid in der ersten Linie? Fragezeichen. Also würdet ihr da bei DARA-VD Thalidomid, also VTD, aufgrund der Niereninsuffizienz empfehlen? Suchen ist natürlich groß, weil Thalidomid natürlich nierenmäßig kein Problem ist, aber mein individueller Reflex wäre schon eher Thalidomid einzusetzen, was jetzt nephrologisch betrachtet auch kein großes Problem ist und dann doch behält die potentere Substanz aus dem Istestal auch gerade bei niereninsuffizienten Patienten natürlich durch die Polyneuropathie am Ende limitiert. Die dann doch meistens schneller kommt, als man denkt. Wobei man sagen muss, die Dialyse allein ist ja kein Ausschlussgrund für eine autologe Transplantation. Ich meine, das macht man seit Jahrzehnten. Das weiß man auch, wie das geht. Melphalan 140, ein paar Stunden nach dem Melphalan dann entsprechend die
wie sagt man schön, die Dialyse nachschalten etc. Da gibt es ja beschriebene Mechanismen, wie man sowas handeln sollte. Ja. Gut, danke. Die Erstlinientherapie bzw. Standardtherapie bei nicht transplantierfähigen Patienten ist für euch DARA-RD nach Meyer, oder? Ja, grundsätzlich. Also für 90% der Patienten, man kann sich immer irgendwas Theoretisches überlegen, Organ transplantiert, Angst vor Abstoßung, was weiß ich. Aber für den allergrößten Teil der Patienten ist es eindeutig, wenn man die vergleichenden Daten der verschiedenen Protokolle sieht, mit Abstand das Beste. Man muss sehen, Meyer bei Einschluss medianes Alter 73, inzwischen über 6 Jahre Nachbeobachtung, das heißt, das mediane Alter ist inzwischen knapp 80 am experimentellen Arm, ist das mittlere PFS immer noch nicht erreicht. Das heißt, viele von diesen Patienten werden vielleicht nie eine zweite Linie bekommen oder maximal eine weitere Therapielinie. Und es ist 2 Jahre besser wie alle anderen vergleichenden Protokolle, die am Markt sind. Und gerade wenn man an VRD denkt, muss man sagen, es ist zwar zugelassen, man muss sich im Nachhinein fragen, warum, wahrscheinlich weil sonst nichts anderes zugelassen war. Weil wenn man die SWOG-O777-Studie anschaut, die hat ja relativ viele Patienten inkludiert, die eigentlich transplantfähig waren. Und wenn man das getrennt auswertet, sind die über 65-Jährigen, bei denen das Ergebnis überhaupt nicht signifikant. Und der Unterschied ist mehr als 20 Monate im PFS. Das kann man jetzt, auch wenn man wenig Cross-Trial-Vergleiche machen soll, das sind beides große Phase-3-Studien, das kann man nicht wegdiskutieren. Und dann muss jemand erstmal mit einem besseren Protokoll kommen. Ja. In dem Langzeitverlauf natürlich. Das Cortison wird man irgendwann runterdosieren, das ist klar. Ja. Und beim Retten wird auch eine vernünftige Dosis finden. Dann. Ja. Zu MRD-Diagnostik, macht sie das routinemäßig oder nur in den Studien? Nö, wir machen es mehr als in Studien, aber natürlich jetzt auch nicht zu jedem möglichen Termin, sondern ich sage jetzt mal therapeutische Checkpunkte, wenn wir das schon bestimmen. Weil man im Moment natürlich mit den Schlussfolgerungen noch sehr vorsichtig sein sollte. Die einzige Situation, wo es wirklich frühzeitiges Ende und Feierabend für alle. Ich darf für die Teilnahme recht herzlich bedanken, nochmal bei der Firma Takeda für die Unterstützung, beim Eugen Preuß und Team. Und vor allem bei der Familie Willenbacher für die hervorragenden Vorträge. Leider, wie gesagt, die Fragen dort uns jetzt etwas unterbrochen oder die Übertragung. Trotzdem vielen Dank und ich wünsche allen einen schönen und guten Sommer.